Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wissen 2. Ja, wir haben eine unnötige Tour über die Berge gemacht. Und speichern jetzt erstmal ab. Das ist auf jeden Fall Garcias Schiff. Wir prügeln einfach mal so auf die einen, würde ich sagen. Geht schon gut. Nerv nicht. So, rohes Fleisch, rohes Fleisch. Und rohes Fleisch. So kommen wir mit Sicherheit auf das Schiff rauf. Omaki-Beere und Schädelblüte, glaube ich. Ja. Oh, guck mal, ich bin echter Pflanzenkenner da. Da sagt dir nichts mehr. Garganus und Garganus. Da ist eine Piratenfahne. Struthahn nehmen wir mit. Das Struthahn nehmen wir mit vor allem. Noch ein Truthahn nehmen wir natürlich auch mit. Goldklee. Was haben die für uns? Eine Flaschenpost. Wir gucken natürlich rein, was da drin steht. Benutzbares. Alles? Flaschenpost, Flaschenpost. Oh, hier. Die sollten wir vielleicht alles mal, alle mal öffnen, hä? Übel riechender Brief. Bitte um Hilfe. Jemand, der ein Schiff hat und ein Herz. Ich bin auf der Sturminsel. Es gibt sie wirklich. Holt mich ab. Hier gibt es auch viel Gold. Bestimmt Crews. Oh. Flaschenpost. Schatzkarte erhalten. Noch eine Flaschenpost. Noch eine Schatzkarte erhalten. Und Bill. So. Logbuch, der Schatz, der in der Pantherhöhle. Echt jetzt? Ich weiß, wo der ist. Wenn ich den jetzt markiere. Ist bestimmt da hinten, oder? Oh, das ist gar nicht. Da kommen wir nachher vorbei. So. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oh, das war unbeabsichtigt, aber ging gut. Oh, Wahnsinn, ey. Immer diese schweren Schlösser mit diesen Hammerpreisen da drin. Das ist ja echt Muschel. Können wir auf das Schiff? Ich ziehe mir jetzt mal nebenher die... Oh. Jetzt kriegst du aufs Maul. Proviant. Oh, das ist der nächste. Zack. Hilfe, Hilfe. Patty, hilf hier. Minus eins. Ich speichere mal kurz. Du hast Patty getötet, du Drecksack! Minus zwei. Das war viel zu... Laden. Mit der Fähigkeit Tränke bauen kannst du mit den richtigen Zutaten einen Voodoo-Kessel wirkungsvolle Tränke brauen. Ah, diesmal hat sie ihn besiegt, das ist ja der Wahnsinn. Stirb. Oh.
Okay, wir müssen erstmal ein bisschen abwehren, bis wir uns geheilt haben. Okay. Oh, wir speichern ab. Angst! Jihihi, danke für das ganze Zeug. Hi Patty, geht's dir gut? Hier fehlt noch einer. Speichern noch mal kurz ab. Wir speichern Millionen Mal ab, generell. Das ist... Du bist so gut wie tot. Echt? Du bist allein gegen zwei. Du machst das schon, Patty. Okay, ich sollte dir helfen. Ich fühle mich gerade echt schlecht. Wir erforschen danach das Schiff. Oh, genau so helfen wir ihr. Super. Easy. Das war gut. Gell? Ihr geht soweit gut. Gut. Dann fangen wir unten an und kämpfen uns langsam hoch. Oh, guck mal, Schinken. Yum yum. Patronenbeutel. Irgendwas hier drin? Nee. 50 Gold. Hier haben wir nichts. Ist das jetzt unser neues Schiff oder? Komm, hier muss es Schätze drin geben, oder? Eine Enterpistole. Der Schatz an der Piratenküste. Mal sehen. Nichts Interessantes. Ah, hier. Beim letzten Landgang auf Antigua habe ich hinter dem großen Wasserfall im Felsen eine Höhle entdeckt. Am Ende der Höhle habe ich meinen Schatz vergraben. Der Eingang kann nur durch das Losungswort Garcia ist der Größte geöffnet werden. Der Kerl hat echt einen an der Waffel. Immerhin hat er den Grabungsort aufgezeichnet. Das schreibe ich mir besser mal auf. Auf der letzten Seite steht noch etwas über die Crew. Der schwarze Hund hat sie alle gegen mich aufgehetzt. Eine Meuterei ist kaum noch zu verhindern. Trotz allem werde ich mich nicht davon abhalten lassen, den Tempel des Feuers zu finden. Die werden mich kennenlernen. Garcias Logbuch, das Lösungswort, Sesam, öffne dich. Geil. Oh, das läuft jetzt langsam. Wir haben übrigens eine neue Pistole, habe ich das richtig gesehen? Ausrüstung. Linke Hand. Enterpistole. Macht weniger Schaden und so Pistole. Das ist ja super. Das ist ja geil, ist es. Ja, echt. Haben wir eigentlich eine andere Pistole noch? Nur so mal nebenher? Nö. Natürlich nicht. So, wir gehen jetzt noch ganz kurz hier hoch. Sonst... Ich habe Garcias Logbuch gefunden. Oh. Und? Was schreibt er? Seinen Schatz hat er in einer Höhle auf Antigua vergraben. Das Passwort für den Eingang lautet, Garcia ist der Größte. Verarschst du mich? Nein. Dieser Mistkerl ist nicht nur gierig, sondern auch verdammt eingebildet. Ich kann es kaum erwarten, nach Antigua zu kommen. Ich auch nicht. So, Logbuch. Wir haben hier, wo ist der eigentlich? Nur mal ganz kurz. Ich würde sagen, zu dem gehen wir zuerst. Der ist am nächsten. Ja, einfach hier der Bucht entlang. Und ja. Dann haben wir mal ein bisschen... Gehen wir mal ein bisschen auf Schatzjagd, würde ich sagen. Wohin führt das? Ich hasse zwar die Kletteranimation, aber ich würde gerne wissen, wo es dahin führt.
Zeigt das mapmäßig überhaupt was an? Nee, das ist so eine Art Secret. Ich weiß es. Secret, Secret. So. Goldbeutel, 50 Gold fürs Klettern. Das ist ja der Hammer. Sonst ist hier nichts mehr. Sonst ist hier nichts mehr. Wir speichern ab und springen wieder runter. Kannst, brauchst gar nicht hochkommen, Patty. Ich bin schon fertig. Schädelblüte. Der Schatz müsste ja eigentlich direkt vor unserem Gesicht sein, oder? Oh, ich habe das Kreuz, ehrlich gesagt, gar nicht gesehen. Lol. Ah. Grab, 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 Grab und... Komm schon. Juhu, ein Schatz, ein Schatz. Ein Rubin, 400 geile Gold, eine Priestermaske, silberner Teller und ein 500 Gold Idol. Das ist mein Idol, wenn ihr versteht. Und hier geht's auch nochmal hoch. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir können theoretisch bald alles lernen, was wir wollen. So, hoch, hoch, hoch. Und hier noch hoch. Fluchpuppe. Jadestein. So, als nächstes Logbuch. Schatz im versteckten Tal. Seemarker. Nee, das war das. Das ist im Prinzip das nächste. Da gehen wir dann auch als nächstes hin. Wir gehen hier runter. Wir gehen natürlich jetzt noch hier kurz reingucken, weil ich glaube, da ist die letzte Maske, die wir noch platzieren müssen. Dann haben wir die Quest nämlich auch geschafft. Dann haben wir so gut wie alles geschafft. Also hier einfach nur rechts rein. Jetzt bin ich gespannt. Ist das ein Gorilla? Ach du Scheiße. Wir speichern auf jeden Fall ab. Hi. Oh Gott, der ist auf jeden Fall stärker als die anderen Affen. Der sieht ziemlich gewalttätig aus, hä? Ja, spring ruhig zurück. Alter, was für eine Breitseite. Zack. Aua! 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 Probier an. Grog. Verprügel ihn. Bitte verprügel ihn. Verprügel ihn doch. Oh Gott, und nur 200 Ruhm für so einen Koloss, hey. Die haben sie doch nicht mehr alle. Ja, einfach mal so einen Gorilla hinstellen. Map. Hier ist... Nothing. Für was... Nein, für was geht's denn überhaupt hier hoch? Das Spiel provoziert mich. Hallo, Geister-Lili. Poco-Pilz. Voll die angenehmen Geräusche hier mitten im Wald. Maki-Beere. Oh, ein
Kreuz aus Knochen. Das ist natürlich sehr geil. Hey, ich hoffe, das lohnt sich. Egal, was da drin ist, so muss sich lohnen. Kapermess. Das ist total schwach, das Ding. Wollt ihr mich verarschen? Das war's. Hey, danke für nichts, ey. Wow. Also, wow. Also, nee. Ich bin minimal enttäuscht. Weißt du, ein fetter Gorilla. Kaum... Wo der Kampf extrem heftig ist. Und so, oh ja, zur Belohnung hier ein wundervolles Kapermesser für Level 1. Glaub's nicht. Die haben... Ach, das war ja der Schatz, stimmt. So, wir gehen speichern. Map. Da oben waren wir. Hier rüber. Bin ich richtig? Ja. Und dann den Weg hier rein. Okay. Tut mir leid, dass ich jetzt so oft die Map öffnen muss, aber ich muss einfach schauen, wo wir überall hin müssen. Und das Ganze hochgeklettern geht mir langsam auf die Nerven. Ich will ja nicht überall hochklettern. Da ist eine Truhe. Ich hab's gesehen. Hier muss ich hochklettern. Oder war das eine Truhe da oben? Nee, es ist einfach nur ein... Ach Gott. Kann man da echt rüberspringen? Wisst ihr was? Ist mir egal, ob man das kann. Ich gehe hier jetzt weg. Schnauze voll. Der Schatz ist irgendwo... Rechts. Nochmal kurz gucken. Hier jetzt gleich hier rüber. Oh, guck mal, der Typ ist weg. Ah, falsch. In dem Fall hier. Nochmal speichern. Nochmal gucken. Wir sind schon vorbei. Sag nicht, wir müssen doch zur Höhle darüber. Und das ist auf der anderen Seite. Das ist jetzt nicht so geil. Dass hier kein Savepoint war zum Hinporten, wundert mich übrigens. Oder weil wir da noch keine Map hatten vielleicht. Okay, dann sind wir hier in dem Bereich fertig. Dann gehen wir gerade nochmal hierhin zurück. Rennen dann zu der Höhle vom Panther zum dritten Mal. Da waren wir. Das war der Tempel hier. Der Tempel fehlt uns noch, oder? Aha, aha. Speichern. Ja, der Tempel fehlt uns noch. Hey. Vielleicht hätten wir uns mal irgendwo healen sollen. Oder mal Proviant nehmen auf dem Weg. Patty, Mann, wo bist du eigentlich? Da. Helfe mal gegen das Viech. Ich habe kaum noch HP.
Ja, sehr gut, sehr gut. So. Drüse, Sichel, Sichel, Sichel. Speichern. Hoffentlich lässt uns Patty nicht wieder allein wird. Da will ich nicht rein. Ja, zusammen packen wir das. Richtig so. So. Dieses Mal kommst du Gott sei Dank wieder mit. Wisst ihr noch, wo Patty den einen Tempel nicht mit ist? Ich glaube, es lag an einem Loch, dass man da am Ende rüber springen muss. Sonst wäre die safe mitgekommen, aber das konnten sie wahrscheinlich nicht richtig programmieren. Oh. Was für ein Talisman. Ritual, Kette des Jahres. Hä, was, Logbuch? Alle Quests? Das schwarze Hund, feindliches Piratenlager? Komisch. Ich bin bei dir. Ja, wir kümmern uns erstmal um die Termitenkrieger. So schlechten Schaden machen wir ja eigentlich gar nicht. Dass die 100 Ruhm geben, ist auch ein bisschen viel, finde ich. Erstmal beklauen. Nehmen wir natürlich mit. Sonst ist hier nichts mehr. Gut, dann... Oh, doch. Oh, doch. Goldene Schale. Okay, nur... immerhin. So, nochmal speichern. Wir geben die letzte Maske zurück. Da steht der Typ auch schon. Das ist gut. Die Grabaltare sind geheilt. Ich danke dir, Fremder. Keine Ursache. War ein Kinderspiel. Übertreib es nicht, ja? Wir werden endlich ins Totenreich gehen können und unsere wohlverdiente Ruhe finden. Du hast dem Volk der Marakai einen großen Dienst erwiesen. Brich mit dem Ältesten der Marakai. Er wird dich mit weltlichen Dingen dafür belohnen. Doch sei gewarnt, wenn sich noch einmal jemand an den Masken vergreift, werden wir wiederkommen. Ja, ist klar. Dann mach's mal gut. Wohl, Fremder. So, dann gönnen wir uns mal die Belohnung, würde ich sagen, hä? Warum laufe ich hier überhaupt raus, wenn wir... Ach, wir wollten den Schatz noch. Ja, okay. Nichts. Ich habe nichts gesagt. Das heißt, wir gehen gleich noch zum Ältesten und gönnen uns erstmal eine richtig geile Belohnung. Und welcher Talisman hat er eigentlich gemeint? Was haben wir denn überhaupt von Talisman bekommen? Amulett war es ja... Ich weiß nichts Besonderes. Haben wir irgendeinen Ring? Tekshabala vielleicht? Kann das sogar der sein? Der ist echt gut. Ohrring, nö. Haben wir was Neues zur Sammlung bekommen? Jaguarpfote. Ich glaube, das ist sogar das, oder? Talisman? Haben wir die Jaguarpfote dazu bekommen, ohne dass ich es mitbekomme, weil ich immer zu schnell klicke? Flasche der Gedanken. Ich glaube, das müsste es sein. Der Kampf mit der Beste dauert 3 Tage und 3 Nächte. Ritual plus 10. Hey! Immerhin.
So, muss ich jetzt nach links oder nach rechts? Ich glaube nach rechts, oder? Ja. So, dann kriegen wir noch eine dicke Belohnung von vom alten Sack. Wenn ich immer so nennen darf. Und wir sind zeitlich total drüber. Oh mein Gott. Bevor ich jetzt den Schatz hole, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da gucken wir uns nach dem Schatz um. Und ich hoffe, ihr seid da wieder dabei bei einer weiteren Folge Let's Play Wir sind 2. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall. Und lasst doch mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder einen Kommentar.